Hallo ihr Lieben, ich bin Sayobe und wir spielen zusammen Starbound. Wieder zusammen mit Lelancha. Leute. Und wie ihr sehen könnt, es hat sich einiges verändert. Ja, ein wenig hat sich verändert. Es gab bei Starbound einen Charakterwipe. Also das heißt, alle Charaktere wurden gelöscht, weil es ja noch die Beta. Und ja, wir haben schnell den Spielstand nachgestellt, soweit wie wir waren. Und ja, da machen wir jetzt auch weiter. Wir waren stehen geblieben beim Erzefarm. Genau, und machen dann diesmal was anderes. Genau. Diesmal machen wir ein bisschen Action in Sayobes Folge. Denn links von unserem Haus ist mal wieder ein kleiner Dungeon. Und wir haben gedacht, den gucken wir uns einfach mal an. Da jetzt genauer. Eh Nacht ist und nachts ist es draußen kalt. Nachts ist kälter als draußen. Das ist aber ein großer, ne? Das weiß ich nicht. Hast du Fackeln dabei? Ich hatte nämlich gar nichts. Ich habe 188 Fackeln dabei. Okay, gut. Dann ich hoffe, das hält eine Weile. Der sieht sehr groß aus. Na! Brenne! Ich sammle das Geld. Ja, auch richtig so. Okay, der geht schon wieder raus. Okay. Warte mal, habe ich eine neue Waffe? Nee, ich habe nichts bekommen. Ich habe leider nur eine neue Waffe gefunden. Das ist die, die ich habe. Die hat zwei verschiedene Schläge. Einmal hier so ein Feuerschlag und einmal so ein Luftschlag. Der ist auf Fernkampf. Bist du derjenige, der die alle wegkickt? Ja. Nicht schlecht. Ja, Leute, falls ihr euch wundert, dass ich ein bisschen näsele. Ich war verschnupft und das ist jetzt die erste Aufnahme. Also verschnupft ist gut, ich hatte eine ziemlich kranke Grippe. Und das ist die erste Aufnahme seitdem, ja. Von daher. Das deswegen auch so eine lange Pause. Aua! Ja, deswegen gab es jetzt fast 2 Wochen. Ich habe irgendwas gefunden. Ich habe ein Schild gefunden. Auch nicht schlecht. Es gibt ja auch Einhandwaffen. Oh, und Skorpion. Ja, deswegen gab es fast 2 Wochen keine Folgen und wir holen jetzt quasi nach. Also nicht auf, aber wir machen jetzt einfach weiter. Als wenn nichts gewesen wäre. Wir nehmen auf, während wir nachholen. Ach ja, ich habe noch was für dich. Okay. Ich habe es mal da unten hingelegt. Ach ja, Bandagen, richtig. War ja was. Die helfen. Sollte, wo sind sie denn? Ach, ich habe eine Waffe. Ich habe es auch. Habe ich deine Waffe gekonnt? Nee, guck mal. Nee. Einen Rechtsklick machst du dann den Feuerschlag, oder? Nee, bei dir ist Gift. Ist auch gut. Mich verfolgt wer. Giften, verfeuern und so ist auch alles. Ja. Ich kann ganz kurz meine Reihenfolge hier umändern. Mein altes Schwert rausnehmen. Essen, trinken. Green Steampack. Weißt du, wofür die Steampacks sind mittlerweile? Die haben verschiedene Effekte. Der grüne macht, dass man sich schneller bewegt. Gelb gibt, glaube ich, so eine leuchtende Aura um einen. Und rot heilt, glaube ich. Oh Gott, die hauen ganz schön doll zu. Ja, ich hüpfe mal lieber nach oben und nehme mal eine Bandage. Hier in diesen Särgen findet man immer Sachen. Kannst du ja mal reingucken. Okay. Ja, Geld. Golderz und Bücher. Yay! Jetzt werden wir gebildet. Kann man die Säge mitnehmen? Ja, kann man. Ist wie so eine Kiste. Cool. Ich wollte schon immer mal einen Sarg zu Hause haben. Können wir unser Haus schöner machen? Ich habe die Statuen auch mitgenommen. Ja, ich auch. Hier unten sind schon wieder Gegner, die mir nichts Gutes wollen. Ja, ich komme mal runter. Und hier ist ein Knopf. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Das hatte ich schon mal. Da bin ich gestorben. Also nicht hier in diesem Ding, aber beim anderen. Da war es auch so ein Dungeon und dann raufgedrückt und auf einmal war ich tot. Okay, irgendwas ist passiert. Ich weiß aber nicht was. Hier ist ein Pixel drin. Ja. Aber mit einer Axt geht's besser als mit der Spitzhacke, das Verprügeln. Da ist nichts drin. Okay. Kannst du ja mal raufdrücken. Ja, ich mach, aber es passiert nichts. Achso. Machst du hier links frei, dann gehe ich mal nach rechts. Mhm, mach das. Ich hau die alle um. Gibt's ihn. Oh Gott. Au. Au. Au, ich bin tot. Ich bin in eine Falle gefallen. Nein. Konnten wir leider nicht sehen. Oh, jetzt ist da noch der Skorpion, okay. Ja, wenn da ein tiefes Loch... Nein. Wir haben Fleisch gefunden, Geld und nochmal Bücher. Okay. Das ist auch gut. Auf das die Old Books.
Trümmer, die auch immer braucht. Ja, hier geht's nach oben. Mal gucken, ob ich die Fackel mitnehmen kann. Ich hab nämlich keine, muss ich mal ein bisschen Selbstbedienung machen. Ah, soll ich da noch ein paar Fackeln bringen? Ich hab's nur übersehen. Elf Stück habe ich zumindest, das ist okay. Aber besser als nichts. Ja. Da kommt nämlich gerade ein Gegner. So. Bloß die Falle zubauen, ne? Super. Hier ist noch so ein Knopf. Man findet aber viele Erze hier drin, ne? Das ist ziemlich cool. Ob die das geändert haben? Also viele Barren, so auch direkt. Ich meine, jetzt 12 Silberbarren schon gefunden. Nur durch den Dungeon. So, einmal vergiften. Ja. Okay. Gibt's schon viele? Okay. Brauchst du Hilfe? Scheint irgendwie nett zu sein, ne? Das geht. Ja, mit dieser Fernkampf geht's ganz gut, ne? Ja. Ja, einmal vergiften und dann mit diesem anderen Zeug da drauf. Ich hab dir da ein paar Fackeln hingelegt. Super. Dann gehe ich mal hoch und guck manchmal da oben. Ja, nix drin. Toll. Oben links war ja auch noch ein Gang. Ich hab dir mal deren Wandgemälde abgenommen. Beklau sie ruhig. Ist völlig okay. Mache ich immer so bei meinen Nachbarn. Also. Erstmal hingehen. Ja, was mir gefällt, nehme ich mit. Alle abschlachten und dann. Ja. Und dann beklauen. So, so. So. Na komm, stirb schon. Sonnenuhr? Nehmen wir auch mit. Stimmt. Fackel brauche ich jetzt und dann mal gucken. Ist das noch eine Kiste? Nee, ist. Doch. Ah, nochmal Geld. Ich habe hier eine Megakonsole gefunden, aber irgendwie kann ich hier nichts tun. Oh. Nimm einfach mal alles mit, was hier ist. Dann bauen wir uns einen Raum daraus. Ja. Pro Dungeon ein Antiquitätenraum, ne? Genau. Das ist eine schöne Art, das Haus zu dekorieren. Ja, finde ich seht auch. Seht mal, Kinder, da waren wir bei den Aztekenvögeln. Da ist noch was zu plündern. Mal gucken, was da drin ist. Aber so tolle Belohnung gibt es jetzt nicht. Ich überlege, im letzten Dungeon, da waren ja haufenweise Waffen und so. Das stimmt. Nee, Waffen habe ich jetzt auch noch nicht so gefunden. Oh, da ist noch was drin. Geld, Fleisch. Wo ich mir nicht sicher bin, wie alt das Fleisch ist. Ist egal. Aber steht, das ist roh. Also gehe ich mal davon aus. Ist frisch. Ja. Also ich bin Roboter, ist dir egal. Stimmt. Der Einzige, der eine Vergiftung hat, bin ich. Die Hasenstatue muss auch mit. Die kann dich nicht abbauen gerade. Doch, ich kann das. Ich bin Roboter, ich kann alles. So. Die Fackeln können auch mal mit, die. So. Oh, es wird Tag. Kann das sein? Weil hinten ist es irgendwie nicht so richtig dunkel. Ja, ja. So. So, ich gehe unser Haus dann schon mal erweitern. Dann können wir da. Ich sollte mich erstmal heilen. Nicht sterben. Nee, ich laufe. Ich vergesse das immer. Ich guck da nicht drauf. Das ist oben links in der Ecke und das ist. Muss ich meinen Kopf viel zu weit drehen. So. Ach so. Ja, ich bräuchte irgendwie so einen Mod von wegen Achtung, noch 10%. Vorsicht, gleich sind sie tot. Genau. Oh Gott. Diese Vögel hier immer dann. Die dann einfach ankommen. Lege ich mal die Bandagen um und dann kann ich mal. Ja, die sind fies, ne? Diese Knochendinger. Ja.
So. Dieses, so ein Loch, bist du reingefallen und gestorben, oder? Ja. Okay, da unten sehe ich nämlich irgendwelche komischen Dinger, wo ich nicht drauf fallen will. So meinst du Sägen? Ja. Ja, die tun etwas weh. So ungefähr 90% meines Lebens. Gut, dass ich auch so viel Dreck dabei habe. Ich habe nämlich gar nichts. Aber ich habe ja neue. Ich habe zwei neue Waffen. Feuerwaffen. 12 und 11. Mal gucken, was ist meine aktuellen. 10. Ne, dann nehmen wir mal die Feuerwaffe. Ich glaube, die ist ein bisschen stärker. Viele. Ich gehe erstmal nach unten. Ins Dunkel. Okay. Ja. Ich hätte auch in die Sägen springen können. Wäre derselbe Effekt gewesen. So schlimm? Da, ich bin einfach in den Skorpion reingesprungen und hatte nicht mehr ganz volles Leben. Ah, okay. Das erledigt sich dann immer sehr schnell. Ach, ich bin jetzt auch mal... Ah, auch nicht schlecht. Ich bin jetzt auch so auf meinen Planeten gegangen. Mhm. Von meinem Schiff aus. Da ist ein Zeltplatz. Ein Zeltplatz? Mhm. Okay. Müssen wir uns dann irgendwann auch mal angucken. Natürlich. Ich bin da jetzt nicht reingegangen. Ich gehe jetzt direkt runter. Ich war nur etwas überrascht. Ach, du baust schon aus. Ja. Weiß nicht, warum ich das sonst so lange im Inventar behalten soll. Der Dungeon ist groß, ne? Ja. So ein Ding habe ich auch. Und sowas hier habe ich. Einfach hinhängen. Ja. Und das hier habe ich auch noch. Da oben fliegt wieder ein Pokémon. Komm und schnapp sie dir. Ich kann die Hasenstatue nicht aufstellen. Oh, dann mache ich hier Platz. Hier oben. Ich habe es jetzt mal dahingestellt. Stimmt, aufs Dach könnten wir auch noch was stellen, stimmt. Um unsere Feinde zu verscheuchen. Abzuschrecken, ja. Das haben wir schon erreicht. Also legt euch bloß nicht mit uns an. Ich habe ein Medikit gefunden, das heilt mich um 100% meines Lebens. Ist auch nett. Aber wofür sind jetzt die Bücher? Es ist einfach nur... Ich glaube, das ist nur Deko. Nur Deko. Ah, okay, so ein Bücherstapel. Das sieht gut aus. Mhm. Dann sehen wir belesen aus. Ach, die kann man füllen. Warte mal. Mhm. Ah, ich sehe es. Okay, warte. Mach ich sogar den nach oben so. Sieht doch gut aus. Ja. Was ist denn das hier? Was Ach so, die hättest das vielleicht... Das leuchtet so. Die hättest du vielleicht in den Hintergrund packen sollen. Kann man die auch im Hintergrund packen? Ich glaube ja. Ach so, kann man. Macht nichts. Über unsere Bücher stolpert man. Muss man uns halt Mühe geben. Ist ja auch nur ein Dekoraum. Genau, ich pack mal einen Sarg nach unten. Den können wir nämlich als Kiste benutzen. So, sehr schön. Und dann wird es eine Sargkiste. Ja, oben auf dem Dach ist auch eine. Ah, stimmt. So, was macht denn das Blue Stimpack? Ach, das gibt mir einen Sprungboost. Okay. Das Blaue macht, dass man höher springt. Auch gut. Ja, sollen wir uns den Planeten noch mal ein bisschen weiter angucken? Ja, können wir machen. Können wir mal nach rechts laufen? Also, bist du schon fertig bei deiner Ecke? Ich war fertig bei meiner Ecke. Ich war noch lange nicht fertig. Ach so, dann machen wir den Dungeon noch fertig? Ja, da ist noch... Da geht's noch ganz nach unten. Und weiter nach links rüber. Aber nach links konnte ich nicht, weil da waren diese komischen Sägedinger und ich hatte keinen Dreck dabei zum drüber bauen. Na, so ein Dreck. So, hier runter wieder? Ja, ne? Ist er wieder runtergegangen? Ich weiß nicht. Kommt mir alles so neu vor. Hier müssen wir schon gewesen sein. Hier hängen Fackeln. Okay. Mal gucken. Ja, das gelbe Stimpack macht, dass man leuchtet im Dunkeln. Ah, du hast dir einen Sarg nicht ausgeräumt. Wie kannst du nur? Ich
Ich war hier gar nicht. Kenne ich nicht. Ich wäre hier nie lang gegangen. Nein, nein, eben. Oder unten sind noch Gegner? Okay. Ja, ah, und hier sind die Segen, von denen du gesprochen hast. Nein, das waren andere. Kannst du das ein bisschen größer machen? Ich habe ein bisschen Angst, hier falsch zu springen. Ich bin da nicht so geübt. Ja, du siehst ohne irgendwelche. Aber ich kann Fackeln aufbauen. Das kannst du auch, okay. Oh, der. Hey! Hey, Vogel! Ich habe irgendwie ziemlich Angst vor diesen Segen. Ja, die sind 100% tödlich. Noch auf jeden Fall, ja. Willst du hier hochgucken? Okay, ich gehe immer hier hoch. Ich gehe dann mal hier hinten gucken. Ah, hier ist noch ein Sarg. Aber mit ein bisschen Geld und Gold drin. Mehr Zeug brauchen wir jetzt aber nicht aus diesem Dungeon, oder? Nö. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganzen Raum gefüllt. Wir haben, glaube ich, alles, was es hier so gibt. Ja. Also hier hinten ist nix. Okay. Leerer Raum mit Druckknöpfen und so, aber ups. Links war das auch leer? Ja. Gut. Ich guck hier oben nochmal, hier kann man sich noch zusammen Sarg durchgraben irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob da schon jemand war. Deswegen gucke ich da mal. Na los, schneller. Ja, hier war schon jemand. Jedenfalls sind die Särge alle leer. Na gut, dann haben wir jetzt den schnellen Weg genommen. Vergiss nicht, dich zu heilen. Ja. Nach unten. Genau, hier bin ich gestorben. Na, Vorsicht. Okay. Ich habe getötet. Wah! Wah! Stirb! Qualvoll! Ich bin schneller mit den Fackeln, aber hier ist auch nicht mehr viel zu holen. Ja, dann sind wir jetzt scheinbar durch, wa? Geschafft. Kann man die Segen auch noch? Ja, kann man. Okay, aber so nicht. Ich glaube, da muss man von oben ran. Aber das ist nichts, was ich mal im Vorgarten brauche. Die tödliche Falle im Vorgarten, das ist schön. Ich meine, wenn die gegen Monster hilft. Aber ich weiß kann man, nicht. Kann man so Monsterfallen bauen? Ich weiß es nicht. Absolut nicht. Wo man dann nachher den Loot irgendwie, weiß ich nicht, wie rausholen kann. Absolut überfragt bin ich da. Müssten wir mal ausprobieren irgendwie. Ja. Wir wissen ja jetzt, wo Segen sind. Wenn wir welche brauchen. Genau. Dieses Rumgehüpfe ist ein bisschen anstrengend. Kann man sich nicht einfach. Das ist schon ganz schön groß gewesen. Ja, das stimmt. Aber dafür, dass es so groß ist, gab es wenig. Auch das stimmt. Ich habe zwar noch eine neue Waffe gefunden hier, aber die ist nicht so dolle vom Schaden her. Na gut, dann gucken wir mal weiter, wie der Planet aussieht. Hui. Was ist das denn? Schöne Bäume. Oh. Hast du Pflanz. Roter Farbstoff. Oh, ein Zelt. Ja genau, so ein Zelt war da bei mir auch. Na gut. Alles nehmen wir mit. Oh, eine Kiste, eine große. Mit noch einer Waffe drin. Oh, brauche ich nicht. Zelt, das können wir uns in den Vorgarten packen. Die Kiste nehme ich mit. Ich glaube, das Zelt ist auch nicht schlecht für unterwegs, denn wie groß ist das denn? Autsch. Wenn man unterwegs ist und dann mal schlafen muss. Autsch, ich brenne. Wo bist du denn da raufgegangen? Das war so eine Falle. Ach so. Das war sehr unschön. Oh, wo kommen wir denn hier? In welche Gefilde kommen wir denn hier nach links? Warte, ich komm. Oh. Ja. Noch mehr Dungeon? Ich weiß nicht. Sieht irgendwie. Oh, wer ist er denn? Ach, gegen so einen habe ich schon mal gekämpft. Diese Flügel kann er droppen. Oh, aua. Ja, der ist aber ziemlich eindrucksvoll. Der hat nichts fallen lassen.
Aber das hier nehme ich mit. Aber der kann die Flügel droppen und dann hast du auch so eine Flügel an dir dran. Kannst nicht fliegen damit, aber ist halt Deko. Ja, sieht halt gut aus. Ui. Der war schnell weg. Diese Augen kann man immer aus dem Boden rausreißen. Okay. Ups. Freund oder Feind? Jetzt Feind. Egal, auf sie. Kupfer mitnehmen. Gut, das nehmen wir noch mit und dann würde ich sagen, machen wir in deiner Folge gleich weiter. Ach so, schon vorbei. Schon damit. Vorbei, so schnell geht's. Ja. Haben wir ja noch fleißige Kämpfe hinter uns. Genau. Dann ab in die nächste Folge. Genau, wünsche ich allen noch erstmal jetzt noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, Mittag, was jetzt auch gerade ist. und dann bis zum nächsten Mal bei Starbound. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.